Integrative Ernährung, ein Rezept, das wirkt. Einfach und effizient. Im Mittelpunkt der Mensch. Hier im Podcast Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Mit Dr. Claudia Nichterl. Die Zutaten: moderne Ernährungswissenschaft und Psychologie, traditionelle chinesische Medizin und natürlich Claudia. Und Action, hier ist Kost und Regie. Das Verdauungsfeuer und warum das Essen unserer Ernährung so individuell ist. Vielen Dank für die zahlreichen Rückmeldungen zu meiner letzten Folge, wo ich über TCM, über traditionell chinesische Medizin gesprochen habe und warum die TCM so eine wichtige Säule in der integrativen Ernährung ist. Also das Thema hat großen Anklang gefunden, was mich sehr freut. Es ist auch super spannend und deswegen gibt es in dieser Folge noch ein paar Hintergrundthemen zum Thema Verdauungsfeuer. Wie ist überhaupt diese chinesische Sichtweise auf das Thema Verdauung? Und ich vergleiche das auch ein bisschen mit der westlichen Ernährungswissenschaft, damit es nicht zu spooky wird, wenn wir da jetzt ganz anders über Qi, Yin und Yang etc. sprechen. Unsere Verdauung ist sowas wie die Kernkraft der Gesundheit. Da gehört eben auch unser Stoffwechsel dazu. Ich möchte heute mal eine andere Sichtweise aufmachen. Und wie immer in der integrativen Ernährung gilt, es ist eine Kombination aus Ost und West. Es ist eine Kombination aus TCM, Ernährungswissenschaft und Psychologie. Und nimm dir die Dinge, die du brauchen kannst und was für dich stimmig ist. Ich liebe es, den Horizont zu erweitern. Und ich gebe dir einfach ein bisschen eine andere Sichtweise auf den Körper, auf das Thema Verdauung und schau einfach, was für dich vertretbar ist, was für dich passt. Und wie gesagt, auch wenn so blumige Begriffe wie Yin und Yang und Qi und Verdauungsfeuer, ich finde, sie sind super praktisch, weil wir Menschen in der Beratung da sehr, sehr schnell Bilder mitgeben können, die sie gut verstehen. Und vor allem, wir können Menschen gut ins Spüren bringen. Und für mich gilt ja sowieso immer, jeder Mensch ist der beste Experte für seinen eigenen Bauch. Aber es fehlen uns oft die Informationen, wie wir Zeichen interpretieren, um zu wissen, was tut uns gut, was gibt uns Kraft. Ich arbeite ja immer mit diesem Satz, der Mund ist das Tor zur Gesundheit. Jeden Tag aufs Neue und am liebsten ist mir, wenn Menschen selbst die Kompetenz haben, bessere Essentscheidungen zu treffen. Und damit wir Menschen diese Kompetenz vermitteln können, hat die TCM einfach sehr, sehr gute Bilder. Und eines der wichtigsten Bilder ist das Kochtopfmodell, das Verdauungsfeuer, die Verdauungskraft und deswegen erzähle ich dir da heute mehr davon. Wie immer kannst du integrative Ernährung und damit TCM ausprobieren, wenn du dir mein gratis Online-Training holst. Du findest es auf meiner Website www.integrative-ernährung.com/kostprobe. Auch in den Shownotes findest du den Link. Einfach drauf gehen, runterladen, loslegen, ausprobieren. Es sind Rezepte dabei, Bilder und Infoblätter. Ja, wir haben in der letzten Folge über die thermische Wirkung von Lebensmitteln gesprochen und heute möchte ich noch ein bisschen weitergehen. Die große Frage ist ja immer, warum tun uns bestimmte Speisen gut, während sie jemand anderem schwer im Magen liegen? Du hast das sicher auch schon einmal erlebt, dass irgendeine Freundin, Kollegin, Partner von dir gesagt hat, ich mache jetzt Intervallfasten oder ich ernähre mich jetzt vegan, ich mache jetzt das und das und mir geht so super gut. Und dann bist du auch motiviert, machst das Gleiche und dir geht's immer schlechter. Warum ist das so? Jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder Mensch hat eine eigene individuelle Konstitution oder auch eine gewisse genetische Veranlagung. Und das bedeutet, das tägliche Essen hat unterschiedliche Auswirkungen auf jeden Menschen, auf die Zellen, aufs Verdauungssystem, auf das Wohlbefinden. Es gibt Menschen, denen ist immer kalt,
Dann gibt es welche, denen ist immer heiß, die reißen auch im Winter die Fenster auf. Und ein gutes Essen sollte typgerecht, individuell, ausgewogen, passend für dich sein. Und was deiner Freundin gut tut, ist möglicherweise nicht das Richtige für dich. Und da gilt einfach zu lernen, besser auf den eigenen Körper zu hören als auf die ganzen Freundinnen und dann halt auch selbstbewusst eigene Essentscheidungen zu treffen. Und das ist aus meiner Sicht die gute Nachricht, weil es macht dich auch frei und unabhängig von diesen ganzen Ernährungstrends. Und das ist eine große Vision von mir und auch ein großer Teil meiner Arbeit in meiner Ausbildung, dass ich anderen Menschen beibringe, wie gewisse Zeichen und Themen zu interpretieren sind. Es gibt nämlich nicht immer dieses richtig oder falsch. Und ich sage auch immer, es gibt kein gesundes und ungesundes Lebensmittel. Es kommt immer darauf an, passt es für dich? Tut es dir gut? Gibt es dir Kraft und Energie? Oder macht es dich müde? Macht es Verdauungsbeschwerden? Es ist die rohe Karotte, der rohe Stangensellerie. Für manche ist er gut und für andere ist er ganz, ganz schlecht. Und deswegen ist eines meiner größten Anliegen, aufzuhören, diese Lebensmittel in gesund und ungesund einzuteilen, weil das können wir gar nicht. Wir müssen da viel genauer hinschauen, für wen ist dieses Lebensmittel, diese Speise. Und keine Angst, es geht jetzt auch nicht darum, dass das hochkompliziert wird und dass man in Familien dann nicht mehr weiß, was man kochen soll, weil jeder was anderes braucht. Nein. Es gibt sowas wie eine Grundernährung und ein Grundbasiswissen, mit dem wir alle versorgen können. Ich habe ja auch 34 Kochbücher geschrieben und das sind Rezepte drinnen, die eigentlich jeder essen kann, weil es gibt sowas wie einen größten gemeinsamen Nenner und wenn man sich auf den konzentriert und auf ein paar Basisinformationen, und da gebe ich dir heute schon die wichtigsten drei mit, dann kann sich jeder gut damit versorgen. Ja, und da ist eines der wichtigsten Dinge, was eben die chinesische Medizin und die 5-Elemente-Ernährung auszeichnet. Wir wollen aufhören mit diesem Etikett, Lebensmittel sind ungesund oder schlecht, weil alles, wo wir das Gefühl haben, wir essen was Ungesundes, wir essen was Schlechtes, das liegt uns schon einmal schwer im Magen und macht uns nur schlechtes Gewissen. Und wenn uns etwas vor lauter Schuldgefühlen, vor lauter Stress, weil wir das tun, schwer im Magen liegt, dann ist es auch schwer verdaulich. Also aufhören, einmal die Lebensmittel so einzuteilen und mehr hinspüren, wie ist das Bauchgefühl. Und wenn wir jetzt von traditionell chinesischer Medizin sprechen, dann geht es um ein System, das über 3000 Jahre alt ist. Das war an und für sich ein System, oder ist es bis heute, wo es darum geht, präventiv zu arbeiten, den Menschen gesund zu erhalten. Da gibt es verschiedene Massagetechniken wie Tuina, wie Shiatsu. Es gibt eine chinesische Kräuterkunde, es gibt Akupunktur. Es gibt Bewegungsformen wie Tai Chi und Qigong, aber vor allem gibt es sehr viel Ernährungswissen. Und dieses Ernährungswissen gab es auch bei uns. Es gibt auch bei uns die traditionell europäische Medizin. Es gibt ganz viel Kräuterkunde von den Klöstern auch bei uns. Aber es wurde halt leider im Mittelalter mit den ganzen Hexenverbrennungen auch sehr viel verbrannt und ausgemerzt. Und deswegen holen wir es uns heute vom Ayurveda aus Indien oder von der TCM in China. Und in der ein oder anderen Klosterbibliothek finden wir auch noch Wissen über TEM, über traditionell europäische Medizin. Und was sich bei all diesen Systemen, ob Ayurveda, TEM, auszeichnet, ist, dass wir über sowas wie Verdauungsqualität sprechen.
Also letztes Mal in der Podcast-Folge habe ich über diese thermische Wirkung gesprochen, dass Lebensmittel eine Temperaturwirkung haben, die wir idealerweise auch nach den Jahreszeiten einsetzen. Also im Sommer essen wir eher Lebensmittel, die uns kühlen und erfrischen. Das sind meistens auch die Lebensmittel, die dann in unseren Gärten zur Verfügung stehen. Die Tomaten, die Gurken, die Zucchini, das sind Lebensmittel, die sehr wasserhaltig sind. Und über diesen Wassergehalt und alles, was so über der Erde wächst, ist kühlend und erfrischend. Und im Herbst und Winter nehmen wir eher Wurzelgemüse zu uns. Karotten, Rüben, schwarzer Rettich, Kartoffeln, Süßkartoffeln. Die haben nicht ganz so viel Wassergehalt, aber und sie sind auch ein bisschen wärmender. Und das ist auch so eine kleine Grundregel. Also alles, was so über der Erde wächst und sehr wasserreich ist, das kühlt und erfrischt uns mehr. Und diese Wurzeln, die mehr diese Erdenergie, diese längere Reifezeit haben, die sind ein bisschen wärmender und vor allem für die Wintermonate sehr, sehr gut geeignet. Also das so ganz grob, und das macht es dann auch ganz einfach. Das, was in der Jahreszeit vor unserer Haustür wächst, also saisonale und regionale Ernährung, ist eine gute Unterstützung für unseren Körper. Also dieses Grundprinzip, regional und saisonal mit den Zutaten aus unserer Region zu arbeiten, ist immer ein ganz gutes Prinzip und meistens auch kostengünstiger. Ich habe kürzlich wieder einen Kochworkshop mit Lehrkräften gehabt, mit Kochlehrern, wo ich sage, die haben ganz viel Know-how, die wissen sehr, sehr viel. Es waren 14 Lehrkräfte in Wien in der Pädagogischen Hochschule und 10 davon wussten nicht, dass man Rettich auch kochen kann, weil Rettich wird bei uns traditionell roh gegessen, aber genau das ist das Problem. Viele vertragen den rohen Rettich nicht, vor allem wenn es ein Bio-Rettich ist, ist er sehr scharf, der brennt dann so richtig, den mag man gar nicht, aber du kannst den Rettich kochen und dann ist er nicht mehr scharf, sondern dann ist er süßlich und sehr stärkend fürs Verdauungssystem. Also die Zubereitung der Lebensmittel, die Bekömmlichkeit ist ganz, ganz wichtig. Und das ist schon das erste wichtigste Grundprinzip in der TCM. Kochen hilft der Verdauung. Wenn du spürst, dass dein Umfeld, alle sind begeisterte Rohköstler und Vollkornprodukte und Vollkornbrot und Joghurt aus dem Kühlschrank und rohes Obst und rohes Gemüse, meist sind es auch Männer, die diese Ernährung propagieren. Bei denen funktioniert das auch ganz gut, weil Männer haben mehr Yang. Das heißt, die haben einen anderen Stoffwechsel. Die haben mehr Yang-Energie in sich, also mehr Feuer, mehr Kraft, mehr Aktivität. Und dadurch können sie auch die Rohkost besser verdauen. Also diese Empfehlungen, der rohe Selleriesaft in der Früh, kommt meistens von Männern. Frauen sind im Gegenteil oft verfroren. Ich nenne sie immer liebevoll die Frierkatzen. Und wenn du kalte Hände, kalte Füße hast und immer einen aufgeblähten Bauch hast und dann isst du diese Rohkost, den rohen Selleriesaft in der Früh, dann könnte es sogar sein, dass du Durchfall davon bekommst. Und das ist einfach ein Zeichen, dass deine Verdauungskraft, dein Verdauungsfeuer nicht so gut ausgeprägt ist, wie vielleicht bei diesem Mann, der dir diesen Tipp gegeben hat. Da ist eben schon das Wichtigste, auf deinen Bauch zu hören. Und wenn dein Bauch sagt, nein, das ist kalt und ich krieg Durchfall und ich habe Blähungen davon, dann ist das für dich nicht das Richtige. Und wenn dir dieses Verdauungsfeuer, diese Verdauungskraft fehlt, dann ist die Empfehlung, hol dir die Unterstützung von der Herdplatte, koche mehr, dann hast du auch mehr Energie. Also du kannst dir das dann so vorstellen, wenn du Rohkost zu dir nimmst, rohe Gurken, rohe Tomaten vielleicht im Winter, dann muss dein Körper das ganze Blut, die ganze Kraft in die Verdauungsorgane schicken, damit diese harte, kalte, rohe Nahrung innerlich in dir gekocht wird, transformiert wird
Und dann fehlt dir das. Dann fehlt dir das im Kopf, dass du dich konzentrieren kannst. Dann fehlt dir das in den Händen und in den Füßen, dass die warm sind. Das macht dich müde und du hast Blähungen und du bist erschöpft. Also obwohl du so angeblich so gesunde Sachen mit ganz viel Vitaminen und Mineralstoffen zu dir nimmst, wirst du immer müder. Und wenn du aber im Gegenzug dazu eine Suppe isst, dann merkst du, wie sich die Wärme wohlig ausbreitet, wie auch dein Körper in der Lage ist, die Nährstoffe aus dieser gekochten Suppe leichter zu verdauen, leichter aufzunehmen. Und chinesisch sagen wir, da steht dir dann das Qi zur Verfügung, oder westlich ist es für deine Verdauungsenzyme, für dein empfindlicheres Verdauungssystem einfach leichter, die Nährstoffe aus einem gekochten Gemüse heraus zu extrahieren als aus einem rohen Gemüse. Und das wichtigste Zeichen dafür ist immer die Verdauung. Wenn du Rohkost, Smoothies, vegane Rohkost zu dir nimmst und du hast Dauerdurchfall, dann kommen auch die Nährstoffe gar nicht an. Weder bei dir noch bei deinen Klienten. Also wenn du von irgendjemandem, den du betreust und berätst, hörst, dass da ständig Durchfall ist, dann frage mal, wie die Ernährung ausschaut. Und wenn da sehr viel Kaltes und Rohes ist, ist das einfach ein Zeichen, der Körper scheidet es gleich aus, weil die Kraft fehlt, diese Nahrung zu verdauen. Also, wenn es Verdauungsprobleme gibt, auch bei Allergien und bei Unverträglichkeiten, ist eine der wichtigsten Maßnahmen, Kochen hilft der Verdauung. Erhitzte, gekochte Speisen werden besser vertragen, verbessern die Nährstoffaufnahme, und keine Sorge, Mineralstoffe bleiben auch in gekochten Mahlzeiten erhalten und es sterben nicht alle Vitamine ab, wenn du etwas kochst. Im Gegenteil, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe wie das Lycopin oder das Quercetin oder auch so das neu gehypte Spermidin, das steht aus gekochter Nahrung viel besser zur Verfügung als in Rohkost. Und so könntest du zum Beispiel mit einem gekochten oder warmen Frühstück in den Tag starten, dann kriegst du schon den Energieschub und machst dich nicht müde. Also das ist eines der wichtigsten Prinzipien, wenn dein Verdauungsfeuer schwach ist. Ich sage, wenn du statt einem starken Lagerfeuer in deinem Stoffwechsel nur eine kleine Kerze hast, das heißt, dein Stoffwechsel tut sich schwer, deine Verdauungskraft tut sich schwer, dann koche und entlaste so deinen Körper und sorge dafür, dass es leichter verträglich ist. So ein kleines Detail in der TCM-Ernährung ist dann noch das sogenannte Kochen im Kreis oder Kochen im Zyklus. Ich bin da nicht so streng, weil Kochen soll Spaß machen, Kochen soll stressfrei sein, aber ich erkläre da ganz kurz die Bedeutung davon. Wir haben in der TCM dieses Fünf-Elemente-System oder die fünf Wandlungsphasen. Da haben wir Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Und wir teilen dann die Lebensmittel nach diesen Elementen ein. Also wir teilen Lebensmittel nicht nur nach der thermischen Wirkung ein, sondern auch nach der Geschmackswirkung. Und die Geschmackswirkung korrespondiert mit den Elementen. Wir haben zum Beispiel im Erdelement Lebensmittel, die süß schmecken, im Metallelement scharf schmeckende Lebensmittel, Wasser ist salzig, Holz ist sauer und Feuer ist bitter. Und wenn wir uns mit den Funktionskreisen dieser Wandlungsphasen beschäftigen, dann sind zu den einzelnen Elementen auch Organe zugeordnet. Also zum Beispiel Holzelement ist Leber und Gallenblase und der saure Geschmack. Feuer, bitter ist Herz und Dünndarm. Erde, der süße Geschmack, ist Milz und Magen. Und dieses Kochen im Kreis bedeutet, wenn wir alle fünf Geschmacksrichtungen in einer Speise haben, dann ist es so wie auf einer feinstofflichen Ebene, dass über die Geschmacksrichtung unsere Organe genährt werden. Und da wir ja fünf Organpaare haben, wollen wir mit allen fünf Geschmacksrichtungen
dem ganzen Körper etwas Gutes tun. Und darum ist so ein Prinzip, in jeder Speise sollte was Süßes, was Saures, was Salziges, was Scharfes und was Bitteres drinnen sein. Und man kann das jetzt im Zyklus, in dem sogenannten Mutter-Kind-Zyklus, so wie eine Mutter ihr Kind füttert, kann man das in der Reihenfolge machen. Ich bin da nicht so streng. Ich finde schon super, wenn du 5 Geschmacksrichtungen in deiner Speise drinnen hast. Und was ich immer sehr spannend finde, wenn ich so den Starköchen zuschaue, ob das jetzt der Jamie Oliver ist oder wer auch immer, die spielen auch mit den Geschmacksrichtungen. Die haben in einem Wokgericht einmal ein bisschen Honig drinnen, um eben auch die Süße zu haben. Oder meine Oma, wenn sie einen Kuchenteig macht, kommt eine Prise Salz hinein. Das heißt, auch in unserem traditionellen Wissen ist das da, dass diese Geschmacksrichtungen sich gegenseitig verstärken, dass das Essen dann besonders harmonisch schmeckt und vielleicht auch unserem Bauch besser tut. Und ich lade dich da wirklich einmal ein, hol dir mein gratis Online-Training, da hast du auch noch Informationen zu diesen Geschmacksrichtungen dabei und Rezepte, wo diese 5 Geschmacksrichtungen drinnen sind, und spür selber einmal hin, wie fühlt sich's an, wie sättigt dich das, wie harmonisch ist es. Und wenn du da ein bisschen eintauchst und Freude dran hast, ich finde es auch sehr entspannend beim Kochen, da wirklich so mit Liebe und Aufmerksamkeit zu kochen. Und ich finde, von der Energie ist das Essen einfach anders, wenn ich mich darauf konzentriere und wirklich einmal schaue, sind diese Geschmacksrichtungen drinnen. Also auch da, es ist eine Einladung, aber bitte mach dir keinen Stress. Und wenn du sagst, na, dieses im Kreis kochen, das kommt mir jetzt doch ein bisschen zu wu-wu vor, dann lass es, aber achte mal drauf, wenn du das nächste Mal ein Kochbuch nimmst vom Jotam Ottolenghi oder vom Jamie Oliver, dann wirst du sehen, da sind die 5 Geschmacksrichtungen drinnen und vielleicht ist das dann ein Argument, dass diese Rezepte dir sehr, sehr gut schmecken. Ich habe jetzt ganz am Anfang gesagt, dass wir alle eine individuelle Konstitution haben. Und auch da kannst du relativ leicht rausfinden, was dir gut tut, ob du eher so ein Kältetyp bist, ob du eher in der Hitze bist, ob vielleicht Trockenheit oder Feuchtigkeit bei dir ein Thema ist. Und ich würde da wirklich raten, hol dir mein gratis Online-Training auf meiner Website www.integrative-ernährung.com/kostprobe. Da findest du auch Hinweise für deinen Stoffwechseltyp und finde mal raus, was dir gut tut. Was gibt dir Energie? Was wärmt dich? Womit hast du ein besseres Bauchgefühl? Integrative Ernährung bedeutet, dein Essen soll für dich maßgeschneidert sein, wie ein gut geschnittenes Kleidungsstück. Dein Essen soll deine Persönlichkeit unterstreichen. Dein Essen soll dir Kraft geben, soll dir Energie geben und dein Bauch soll sich gut anfühlen. Und dein Bauch ist dein Experte für dein Essen. Nimm die Informationen von mir, von meinem Podcast, von meinen Büchern und find für dich raus, was dir gut tut. Und lebe dann selbstbewusst nach deinen Regeln. Wenn du weißt, was dir gut tut, bist du frei und unabhängig von diesen ganzen Ernährungsgurus und Trends und verschiedenen Strömungen. Und das ist auch mein Ziel, dir da das Wissen und die Kompetenz in die Hand zu geben, dass du für deine Gesundheit täglich etwas tun kannst. Der Mund ist das Tor zur Gesundheit, auch für dich, jeden Tag aufs Neue. Und ich freue mich, wenn das Wissen in diesem Podcast für dich nützlich ist. Empfiehl mich gerne weiter und lass mir gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung, wenn es für dich sinnvoll ist. Ich freue mich darüber sehr. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Es gibt jede Woche am Mittwoch eine neue Folge und ich freue mich, wenn du meinen Podcast-Kanal abonnierst, damit du immer eine Verständigung bekommst.
Ciao. Hol dir direkt noch mehr Tipps auf den Teller und damit in dein Leben. In der nächsten Folge von Kost und Regie. Integrative Ernährung für ein gesundes Leben. Und auch auf integrative-ernährung.com/kostprobe. Hier findest du Dr. Claudia Nichterls Akademie für integrative Ernährung und mehr. Zum Beispiel, welchen Background Claudia hat, wie ihr eigener Weg war, was das alles mit der Lindenstraße und Mexiko zu tun hat. Na, neugierig geworden? integrative-ernährung.com/kostprobe